religiöser Eifer. Jetzt sind katholisches Tod fast, und außer Spanien. Köln. Ja. Und Toskana. Ja. Aber sagen wir so, es ist fast tot. Ja. Ist ein Witz. Ja, genau. Der Ottoman ist plötzlich katholisch. Konvertierung wird auf jeden Fall eine lustige Aktion. Ja, besonders in Nordafrika. ich habe jetzt erst einen Berater dafür bekommen. Hätte ich auch gerne gehabt während meiner Reformation, das hätte alles so viel schneller gemacht. Ja, aber das, was ich jetzt nicht konvertieren kann, da habe ich lokale Autonomie drauf, das heißt, das kann ich jetzt gerade eh nicht konvertieren. Interessanterweise habe ich einen Arztberater und diesen religiösen Eifer. Das sieht am Ende bestimmt cool aus, wenn Krakau zu Russland gehört. Ja, ist mir auch schon aufgefallen so nebenbei. Naja, Krakau bleibt da so, also von dem her. Ja, kannst ja auch, hab mir steigen. Das von Ungarn kann sich auch gerne der liebe Ottomanes denken, das ist mir auch sowas von fucking egal. Guck mal, wer am Rumschreiben ist, damit er ja nicht angegriffen wird, ne? Nein, ich sag bloß, dass der Rest mir fuck egal ist. Das ist da jetzt gesprungen, warum die so ist halt. Guck mal, Mitzel, du hast jetzt viel stärkere Gegner. Willst du jetzt auch mal auf die einkloppen und nicht immer nur auf den armen Venezianer? Ey, der ist stark. Hier, stark. Wenn der Russe kommt, bin ich tot. Plus die Hanse. Ja, mit 120, mit 130 Disziplinen. Mit 120, ja. Ja, aber du hast ja Qualität. Quantität. Aber das bringt nichts. Nicht in Ego 4. Da kannst du noch so viel Quantität haben, wenn der andere zu viel Qualität hat, bist du am Arsch. Ja, Quantität, letzter Mist. Ja, außer du bist irgendwie Schweden. Quantität oder so. Ist natürlich dann schon wieder ein bisschen besser. Preuß mit Quantität. Ich glaube, das ist Zukunftsträumen. Ja, Russland ist mit Quantität. Naja, das bringt nichts. Oder Russland einfach mit Qualität, das finde ich auch genial. Oh, jetzt kann ich bis Indien, bis zu Ming sehen. Sehr gut. Ja, stimmt, jetzt sehe ich auch Ming. Spanier snackt sich jetzt gleich die ganzen portugiesischen Kolonialstaaten. Was macht denn die Toskana in Britannien? Gar nichts. Oh, der Shogun has fallen. Ja, schon ewig, Mann. Der was? Shogun? Ich war auf K. Shogunat. Ja, schon klar. Ming ist auch fallen, Selbst Sean greift ihn an. Weil er nicht vergessen anzunehmen. Daiviert uns Sean. Und Tibet. Oh Gott. Bauklaus, darf ich deinen Kolonialnazu entspielen? Apropos. Nein. Hey, warum gehst du mir Niederlassen? Nein. Hä? Warum gehst du mir Niederlassen? Weil Absicht. Weil Absicht, hab ich. Ja, ich um wollte dich zu Böhnen. Sehr gut. Dann ja, ja. Ja, kann hier mal jemand eine Nation, Kolonialnation spielen? Hm? Bitte, was ist so? Jetzt will es mal jemand machen. Ja, in diesem Spiel ist das schon ein bisschen niemand komisch. Niemand wollte, aber hier will es jemand. Hast du das schon mal gemacht? Das ist lustig. Ja, klar. Ich bin weiser, freundlicher, netter. Netter. Gerechter, unglaublich toller Herrscher. Ich hab denen sogar mal Geld gegeben und ständig die Beleidigten als Untertanen bezeichnet. Macht bestimmt Spaß, Mann. Oh. Ja, ich hab
ich habe das safe hier noch. Ich warte ja dann immer noch darauf, dass die Leute, die dann meine Kolonien sind, irgendwann sagen, sie machen sich unabhängig. Weil du sie noch mehr beleidigen kannst, oder was? Och nö, warum überschreibt man nicht? Nee, dann schaffen sie es vielleicht sogar. Ich finde die Niederlande hat so gute Herrscher. Finde ich auch. Ich weiß zwar nicht, was für welche, aber finde ich auch. Das mit der Niederlande hat immer eine gute Auswahl an Herrschern. 626. Wir haben griechisches Joghurt. Ich glaube, Paradox hat diese Politik nur eingeführt, damit die Niederlande die durchgehend anhaben können. Weil die immer nur Herrscher mit 6 Punkten bekommen. Nein, der davor, der war echt scheiße, den ich hatte. Ja, also scheiße, 6. Das, was ich sonst bekomme. Toll. Du bist mir echt leid, Mann. Ja, natürlich ärgerlich für Österreich. Jetzt machen die Augsburger sich unabhängig. Mhm. Weil sie halt nicht durchkommen. Es geht doch auch das Gerücht, dass Schweden so gut ist, weil Paradox Studio in Schweden ist. Ja. Ja, kann ja allerdings sein. Also ich würde sagen, der Friedrich Adolf ist scheiße. Ups. Darf ich eigentlich L'état sur moi sagen? Wahrscheinlich nicht, ne? Was darfst du? L'état sur moi sagen. Du bist ja noch keine absolute Monarchie, ne? Wir sind jetzt echt die Toskana annektieren, die Bretagne annektieren. Das ist ziemlich lächerlich. Wieso? Ja, das macht er nur, weil er unter deinem Schutz steht, ansonsten würde sich das nicht trauen. Kann die eh nicht ganz fressen, also. Aber kann sich nicht. Ja, er ist definitiv unter deinem Schutz, also dagegen kannst du jetzt mal nichts sagen. Was? Das Toskana, Typ unter dem spanischen Schutz, natürlich. Definitiv. Die sind unter deinem Schutz. Ja, die. Irgendwie tut gerade so, als wäre ich militärisch hochgezüchtet und militärisch auf jeden Fall zusammen mit den Italienern stärker als ich. Das heißt, er ist unter deinem Schutz, weil du stärker bist als er. Das wäre so, wenn die schwächer sind als du und ich stärker bin als du. Ich alleine stärker bin als du. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich schwächer bin, aber wir wissen nicht, wie stark. Ich bin mir ziemlich sicher, dass du stärker bist. Ich weiß auch nicht, wie stark du bist. Also ich habe die coolere Religion. Finde ich auch. Hä? Was ist denn das? Katholisch ist halt echt cool, ne? Könnt ihr einfach kurz einen Kleinkrieg auf Kuba machen oder so? Was? Genau. Jeder nimmt ein Zehntel seiner Armee oder ein Hundertstel und dann kämpfen sie gegeneinander. Kämpfer auf Kuba, genau. Ja, und dann kämpft einer in den Bergen. Verdammt, Mann. Religiöse Einheit hätte ich so langsam schon mal gehört. Was hättest du? Ja, religiöse Einheit hätte ich gerne. Wieder Ende des religiösen Chaos. Finde ich okay, Mann. Los, ey. Mugals hat auch religiös. Ja, das ist ein Bug. Also von dem. Das ist ziemlich ein gutes Event, es gibt eine Stabilität. Ja, das kriegst du durchgehend. Ach, das hatte ich glaube ich schon mal drüber. Ja, das ist ein Bug. Also von dem. Der nächste Reichstag wird in meinem Land ausgerichtet. Oh. Ja, ja! Ja! Es gibt noch so viel Auswahl, Mann. Also, unglaublich. Beispiel Preußen. Ein Land. 20 Provinzen. 20 Land ist schon eine kleine Auswahl. Du bist wahrscheinlich der am wenigsten aggressive Expansion hat. Vielleicht gegenüber Österreich im Rhein. Oder vielleicht will er einfach nicht ein paar Start halten. Aber Köln ist cool.
Kunstakademie, bauen wir den mal. Ich habe Schusswaffen. Piu-piu. Hansi, ich hoffe, du hast bemerkt, warum ich dir Oberlausitz gegeben habe, oder? Nö. Wo war die Mission? Teil's uns mit. Was ist die Mission? Besser, komm mal ganz kurz mal nach oben. Das war so klar. User left your channel. Ja, das war so klar. User left your channel. Jo, also Niederlausitz eine, habt ihr gehört? Wer bist du nochmal? Der fette grüne Blob im Osten. Also ich habe immer noch Interesse an Ostfriesland. Geh halt hin und fall ein. Juhu, Schusswaffen, sehr schön. Warum fällst du nicht einfach ein? Das weiß ich auch nicht so genau. Keine Lust, ich kenne das Gefühl, wenn man keine Lust hat, irgendwo ans einzumarschieren, aber manchmal muss man nicht an sich an der eh schon aggressiven Dings da. Wohl ist schon nur die Hälfte wieder geschrumpft. Haben nur noch minus 22 im ganzen Reich. Irgendjemand hat mich gerade in ES angeschrieben. Mal an, einer von den beiden da oben. Ja, wahrscheinlich. Ich kann mir eine Mission haben. Ich geh mal hoch. Schweden will Bündnis mit mir. Ich glaube, das findet Russland nicht so cool, oder? Ich glaube, das findet, glaube ich, hier keiner cool in dem Eck. Was heißt in dem Eck? Da ist ja keiner außer uns beiden. Ach, die Hanse, Junge. Ja, die Hanse halt, ne? Ja, meinst du? Der wird schon, Also, ich meine, Astrakhan ist echt cooles Land, Mann. Die sind ja ein Königreich, aber haben Hordentech. Das heißt, die werden für immer Hordentech behalten. Auf jeden Fall sehr cool, produktiv. Ne? Paradox, please. Ja, aber sie haben Offensiv für den durch. Also, ey. Defensiv. Ich glaube, ich lasse die einfach am Leben. Die kämpfen gut gegen Schweden. Das ist cool, ja, ich feier wieder. User joined your channel. User joined your channel. Hallo. Hi. Arme Schweden. Und Russland um die Ecke macht so kalt, ey. Es verspricht sich, Ich will nichts von Schweden. Warum greifen sie dann an? Ja, damit sie selber. Warum greifen sie dann an? Und du greifst Litauen. Nein, ich greif Litauen immer noch an. Okay, gut. Das habe ich jetzt gerade nicht mitbekommen. Ja. Land im Porto so viel haben. Ja, okay, sie haben Ile Franche. Gibt einen ziemlich krassen Bonus. Wann ist das nächste Intervall nochmal? User joined your channel. Hätte mich ruhig mitziehen können. Nee, es hätte keine Ahnung, ob wir das können. Achso, ja. Ja, mach. Was? Ignorieren dich einfach. Ignorieren dich einfach, ja. Das war, hat was anderes zu tun. Hab nicht bemerkt wegen dem. Ja. War ja okay. Nicht mehr hier der komische weiße ist nicht mehr dabei. Ja, schon klar. Ist mir auch immer. Warte, nee, noch nie. Nee, warte. Jetzt fand ich schon mal. Darf der Waldings wird. Führer der Nation. Wer ist der Führer? Oh, in England bewegen sich Truppen ganz viele. Ja, sich jetzt auch von meinen erworbenen Provinzen. Sollten jetzt alle Impetus gegen ihn bringen. Mhm. Bewegt Truppen. Werden das Scheiße sehen, nämlich. Der Toskana, ist ja lustig. Ja, mal, ich soll dich nicht mit reinrufen. Eventuell. Bitte nicht. Oder wohl alleine.
Bauklotz? Was? Es ging wirklich noch höher. Ich habe gerade ein Event bekommen, was noch mal ein bisschen mehr brachte. Hoppa. Achso. Verdammt am Style. Jetzt ist ja eher random. Ja, ja, jetzt geht's ja. Wie lange hab ich mir gedacht? Ah, ne, sagt, okay, dann hätte ich eventuell drin bleiben können. Sachsen ist ja nicht Krieg. Ah, der Vatikan. Gut, machen wir mal. Köln möchte mit mir kämpfen. Gut, da teste ich gleich mal das aus, Ent? Wie das wirkt. Ja? Guck mal, Danzig. Nein. Sehr schön. Alter, wer hat die abgemurkst? So gefällt dir das. Wer in Niederlande. Aber kein Anführer. Ja, ja, ich freue mich über meine Truppe. Einfach nur gegen irgendwelche random AI-Typen. Ist mir scheißegal, ich werde einfach abgeschlachtet. Er hat jetzt offensichtlich ja. Qualitativ sie den durch. Das bedeutet, er hat 112 Moral. 112,5. Ach, wenn du es glaubst. 117,5 durch die Politik. Wenn du es glaubst. Willst du mich noch in den Krieg rufen, Mitzel? Gut. Obwohl, ja, du kannst das eigentlich haben. Hey, wieso wurde... Hey. Robert, du mal die Headshots da. Hab ich kein Casus Belli für. Ja, es war so klar, dass wir jetzt nochmal einen Tick bekommen. Hey, die Interessanten kommen auch mal nach Russland, yeah. Ich glaube, ich kann auch mehr Truppen bauen. Ja, genau. Die Freude ist unendlich groß, Mann. Und ich kann auch keinen Claim machen gegen sie. Wieso legen die Sachsen ihre Hauptstadt von Sachsen weg? Weil sie schlau immer. Sind. Aber ich habe eine Idee. Ja, weil Sachsen. Das ist einfach dumm. Alter, Britannien ist voll im Arsch. Die machen null Tax im Monat, weil die. Tja, Bauern dank wem? Dank einem unberechtigten Krieg der Italiener natürlich wieder. Wie immer. Ja, immer diese ja, Italiener, Mann. Schlimm. Was? Warum? Ja. Toskana? Ja, weil die Toskana warum? Halt arschig ist wie sonst was. Auch, warum? Aber du hattest ja, doch die ganze ich Zeit. Ich hab sie halt gerade aufgelöst und wollte sie angreifen, dann hatte ich Waffenstillstand und dann hat er sie angegriffen. Ach so, ich hab mich schon gewundert. Er meinte so, ja. Hier, Bretagne und. Ich so, hä, nee, Mann, der garantiert die Unabhängigkeit. Und dann gucke ich, ist ja, ja was soll ich machen? Das ist halt total bescheuert. Ja. Kannst halt nichts dagegen machen, einfach. Ja, ganz kurz, bitte jetzt aber auch nicht mehr Venedig oder Toskana angreifen, weil es gibt ein paar Probleme. Ja, genau. Wir nehmen Rücksicht darauf, dass ihr, dass wir euch nicht angreifen wegen Events und ihr snackt das Land dann weg, oder was? Das ist ein guter Plan. Nee, wir machen. Nein, du doch nicht. Nein. Ja. Jetzt machen wir gar nichts. Kann ich auch sagen, ja, jetzt mache ich nichts, deswegen habe ich trotzdem Frankreich annektiert und? Also das ist genauso eine dumme Logik wie letztes Mal. Ich kann nicht wegen diesem blöden Spiel auf. Ist doch alles okay. Dumme Logik. Das ist nicht Logik, das ist Diplomatie. Ja, ich habe meine Gründe. Du hast deine Gründe, ja. Ich habe auch meine Gründe, dich nicht mehr, dich in keinster Weise mehr zu berühren. Also. Ja, drücken, Tango, kuscheln. Das stimmt wohl auch. Stimmt nicht nur auf. Gruppen kuscheln. So. Ich entlass mal Arenon. Nee. Ich glaube, ich habe mich gerade verhört, oder? Oder? Ach so, stimmt, deine Mission, ja. Das war auch nur Spaß. Was? Nee, darum ging's nicht. Ich dachte, du meinst jetzt Aragorn bei mir, willst du frei? Ja, ich wenn du deine ja Inseln freilässt, ist mir das natürlich egal. Ja, genau. Ja, deine Mission ist doch, Aragorn ist ausgelöscht und dann würde Aragorn ja wieder leben, theoretisch gesehen. Ja, klar. Großbritannien. Ja, das würde ich ja nicht machen mit jemand, der mir gerade geholfen hat, Britannien zu erobern. Ja, Mann. Ich besänftige jetzt kurz. Ich zwinge dich, mich zu mögen. Ich darf nichts dagegen tun. Bruce Spain, Tuscany and Area 1. What?